Das ganze Event ist einfach ein Highlight des Jahres und ist mein Lieblings-Event. Superman, Superman. Fahrradfahren ist mein Leben eigentlich. Am Anfang, wenn der Name aufgerufen hat, an Adrenalin. Während des Fahrens legt sich das langsam und dann ist man voll konzentriert und denkt an nichts anderes mehr. Es ist meistens Routine, die Sprünge, die man macht, und dann hofft man nur, dass man immer wieder auf die Pedale kommt und weiter fährt. Verletzung ist auch ein Riesenthema beim BMX. Das merkt man meistens am Anfang des Sprungs schon, dass man irgendwas falsch macht und dann stürzt. Und dann denkt man einfach nur, hoffentlich jetzt nicht so schlimm, dass ich weiterfahren kann. Und wenn es nicht schlimm ist, einfach aufstehen und weitermachen. Bei mir ist immer so, ich fange immer mit dem Trick wieder an, wo ich gestürzt bin und mich verletzt habe. Dass ich die Angstschwelle überwunden habe und immer wieder mache. Ich hatte schon 7-mal den Fuß gebrochen, 2-mal die Hand gebrochen, Schulter hatte ich gebrochen, 2-mal die Zähne ausgeschlagen. Ja, das war alles. Ich möchte auf jeden Fall immer weiter besser werden. Dann will ich nach Amerika gehen. Amerika ist die beste BMX-Szene und einfach da noch ein paar neue Leute kennenlernen, das Land. BK ist ein Lifestyle. BK gehört zu mir. So.